Servus Leute, der erste Teil des dritten Spieltages steht an, mal wieder mit 8 Partien auf einmal. Der zweite Teil kommt dann wahrscheinlich am Dienstag. Tippt wie immer gerne mit in den Kommentaren, würde mich auf jeden Fall interessieren, was ihr glaubt, wer kommt weiter, wer qualifiziert sich als Erster, als Zweiter, wer fliegt raus und was auch immer. Und denkt immer dran, ich bin kein ausgebildeter Top-Kommentator, das heißt, wenn ich mal Schwachsinn labere, dann liegt das eben daran. Naja, jetzt viel Spaß mit dem ersten Spiel Uruguay gegen Russland. Russland und Uruguay, die beiden Favoriten der Gruppe, waren schon vor dem dritten Spieltag sicher für die nächste Runde qualifiziert, aber der Platz 1 ist sicherlich viel wert am Ende in dieser Gruppe. Portugal oder Spanien, einer von beiden würde es werden, und Uruguay machte hier den besseren Beginn. Russland mit 5:0 und 3:1 jeweils, ergebnistechnisch überzeugend, aber auch da kam immer wieder Unruhen auf und Uruguay profitierte dann nach einer halben Stunde von einem fragwürdigen Elfmeter. Der Videobeweis nahm den nicht zurück und Luis Suarez machte den Ball rein. 30. Spielminute, sein zweiter WM-Treffer, hatte das 1:0 nach einem Torwartfehler gegen Saudi-Arabien erzielt. Hier macht er per Strafstoß den Führungstreffer. Unten links rein für Akinfeev, der in der Mitte stehen bleibt, dann letztendlich auch nichts mehr zu halten. Und vor der Pause nochmal Uruguay. Die waren klar besser und Edinson Cavani mit dem zweiten Streich. Sein erstes WM-Tor, konnte bislang noch nicht wirklich gut aufspielen. Und jetzt war er zur richtigen Zeit am richtigen Ort, bringt den Ball nur noch über die leere Linie. Kein Problem, macht er relativ souverän. Russland wirkte ein bisschen aufgeschmissen. Trotzdem gab es Feiereien auf der Tribüne, denn sie spielten im zweiten Durchgang dann deutlich besser. Der Anschlusstreffer sollte aber nicht gelingen. Die waren ja schon nach ihrem Spiel 3:1 gegen Ägypten fast sicher qualifiziert. Das 1:0 von Uruguay machte es dann klar und deswegen war die Stimmung trotz dieser Partie, trotz des Spielstandes gar nicht mal so übel, da ja noch gar nicht feststand, ob Portugal oder Spanien oder vielleicht sogar der Iran am Ende warten sollte. Aber Uruguay gewinnt, qualifiziert sich als Gruppenerster für das Achtelfinale und ist im Endeffekt auch mit Recht hier der Gewinner. Beide Teams waren schon von Beginn an nicht gut in diesem Turnier drin. Saudi-Arabien verlor mit 5:0 gegen Russland und Ägypten doch recht bitter im letzten Augenblick gegen Uruguay mit 1:0. Hier spielten dann die beiden Teams, die ja schon sicher ausgeschieden waren, gegeneinander am dritten Spieltag. Die erste Möglichkeit hatte Ägypten. Saudi-Arabien kam sehr schwerfällig ins Spiel und dann konnten sie dennoch das Führungstor erzielen. Nach dieser Aktion von Salman Al-Farrasch, der in der 20. Minute letztendlich den Ball über die leere Linie bringen konnte. Alles andere als verdient, weil Ägypten hier die Partie machte, Saudi-Arabien aber erstmal hellauf begeistert. Sie hatten durchaus größere Euphorien erwartet nach dem 2:1 gegen Deutschland, wo sie sich gar nicht mal so schlecht schlugen, um sich dann letztendlich Hoffnungen aufs Achtelfinale ausrechnen zu können. Das konnten sie in diesem Turnier nicht bestätigen. Jetzt sollte zumindest der erste Sieg her, aber Ägypten war weiterhin spielbestimmt. Trezeguet mit dem Abschluss wäre aber auch im Abseits gewesen, wurde auch gepfiffen. Nichtsdestotrotz eine vernünftige Aktion, letztendlich aber auch eine gute Parade vom letzte Woche noch patzenden Keeper. Auf der anderen Seite dann im zweiten Durchgang fast das 1:1. El Neni ist das nach 61 Minuten, der den Ball aus kürzester Distanz schwer zu nehmen, aber trotzdem über den Kasten hauen sollte. Nochmal El Neni, diesmal mit der Vorlage. Mohamed Salah, zweites WM-Tor, hatte einen Elfmeter gegen Russland verwandeln können. Machte hier zumindest das doch friedenstiftende 1:1, bei dem es im Endeffekt auch blieb. Es war keine wirklich unterhaltsame Partie. Ägypten war besser, hätte sich den Sieg auch noch verdient gehabt. Aber so enden die russischen WM-Spiele zumindest mit jeweils einem Punkt auf dem Konto, womit aber beide sehr unzufrieden sein werden. Spanien gegen Marokko war eine durchaus unterhaltsame Partie, aber die Unterhaltung, die einem geboten wurde, kam fast ausschließlich von Spanien. Marokko war ja schon sicher ausgeschieden, hatte gegen Portugal eine tolle Partie gemacht, was aber nicht belohnt werden sollte. Und hier war es dann Diego Costa nach 6 Minuten bereits, der das 1:0 einleitete. Da sieht der Keeper nicht so ganz glücklich aus.
muss er eigentlich halten, aber gut, da ist auch dann letztendlich Hopfen und Malz verloren, wenn die Mannschaft dann weiterhin so spielt im Abwehrverbund. David Silva kriegt den Ball vor die Füße, 2:0 nach 12 Minuten. Es drohte erstmal eine richtig deftige Packung für Marokko zu geben. Dabei sollte es jedoch nicht bleiben. Nach diesem 1:0 gegen Portugal spielten sie hier auch wieder durchaus mit. Nicht ganz so gut wie gegen Portugal. Der Kopfball für De Gea, kein Problem. Und im zweiten Durchgang wurde es noch bitterer. Spanien übernahm dann ganz komplett die Kontrolle, war eiskalt und zeigte, warum sie durchaus favorisiert sind auf den Weltmeisterschaftstitel. Diego Costa mit seinem 5. Tor im Wettbewerb. Da kann man nur den Hut vorziehen. Diesmal ist er auch nicht zu halten. Kriegt den Ball, steht fast auf dem Elfmeterpunkt und dann sitzt der Ball unten rechts. Zu allem Überfluss gab es dann noch einen strittigen Strafstoß gegen Busquets, der da gefoult worden sein sollte. Viertelstunde vor dem Ende. David Silva macht den Doppelpack. 4:0 für Spanien, eine richtig deftige Packung für Marokko, das hatten sie nicht verdient. Spielten eigentlich eine wirklich gute WM in den drei Spielen. Und dennoch scheiden sie im Endeffekt mit 0 Punkten aus, das ist wirklich bitter und hätten sie in der Form sicherlich auch nicht verdient gehabt. Damit war klar, dass Portugal nachlegen müsste mit 5 Toren, um an Spanien wieder vorbeizuziehen, aber sie mussten auch darauf aufpassen, dass Iran mit einem Sieg nicht an ihn vorbeiziehen sollte. Aber Cristiano Ronaldo machte von Beginn an da weiter, wo er schon aufgehört hatte im Spiel gegen Marokko. Ganz frühes Tor, diesmal macht er es wieder wunderschön mit dem rechten Außenriss. Links oben rein, nicht zu halten. Cristiano Ronaldo, ein Phänomen. Sondergleichen, 5. Tor in dieser WM, alle Treffer für Portugal erzielt. Der nächste eben auch hier wieder sehr früh in der Partie. Iran kam dann auch mal nach vorne, Pepe kriegt da den Ball nicht komplett rausgeklärt. Rui Patricio am Ende muss dann auch mal eingreifen, fast das 1:1. Ein Sieg für Iran, ob 2:1 oder in welcher Höhe auch immer, würde ja für sie zum Weiterkommen reichen. Aber im zweiten Durchgang machte Portugal klar, dass sie hier gar nichts mehr anbrennen lassen wollten, denn Martins bekam den Ball von Ronaldo, wäre auch abseits gewesen, hätte nicht gezählt. Das Offensivspiel von Portugal war aber dennoch durchaus ansehnlich und Iran kam nicht so gut nach vorne. Es gab dann auch 20 Minuten vor dem Schluss nochmal die Show, die One-Man-Show bei Portugal. João Mario auf Cristiano Ronaldo und es sieht so spielend leicht aus, wenn wir uns das gleich nochmal anschauen in der Wiederholung. Perfekt gemacht. Genauso will er den nehmen, mit der Seite oben rechts rein, überlegt und dann machte er seinen 6. Treffer im 3. Spiel. Ein Phänomen, eine Maschine und alleine er ist dafür verantwortlich, dass Portugal in die Runde der besten 16 einzieht. Cristiano Ronaldo mit 6 Treffern, an allen Treffern eigenständig beteiligt und schießt damit Portugal auf Platz 2 und eben in die nächste Runde ins Achtelfinale. Dänemark gegen Frankreich, das war im Prinzip nur noch ein Kampf um den ersten Tabellenplatz. Aber wenn Dänemark hoch verlieren sollte und Australien gewinnen würde gegen Peru, dann wäre sogar Dänemark draußen. Aber sah lange Zeit erstmal nicht danach aus, auch wenn Griezmann hier die erste wirklich gute Möglichkeit hatte, Dänemark in Rückstand zu bringen. Ein WM-Tor bislang steht auf dem Kantor von Antoine Griezmann. Der war zu harmlos geschossen, aber nochmal eine Chance vor der Pause. Wieder Antoine Griezmann, der Stürmer von Atletico Madrid, hatte hier die besten Möglichkeiten. Ganz klar, hätte sogar da den ein oder anderen Treffer markieren können, auch wenn er schwer zu nehmen war. Den muss man aus der Distanz über die Linie bringen. Zweiter Durchgang ging dann besser für Dänemark los. Jürgensen ist das, der mal Hugo Lloris trifft bzw. testet und das erste Mal wirklich so ein wenig in Bedrängnis bringt. Schöne Parade, auch in kurzen Eck ist er dann da. Schöne Reaktion, gut gehalten. Aber Dänemark weiterhin gut auf dem Weg nach vorne und dann konnten sie sich auch belohnen. Andreas Cornelius, 57. Spielminute, sein erstes Tor im Wettbewerb und damit war klar, Dänemark wäre so gut wie fürs Achtelfinale qualifiziert mit diesem Resultat.
sogar als Tabellenerster. Aber das wollte Frankreich nicht auf sich sitzen lassen. Dembélé ist das. Aber das war im Prinzip ein zu harmloser Abschluss. Und dennoch kam nochmal Frankreich. 89. Minute, Griezmann mit der Übersicht und Mbappé machte es besser. Kylian Mbappé schon das 1:0 im letzten Spiel erzielt gegen Peru. Und hier macht er den Ausgleich in der 89. Minute, sichert damit Frankreich den ersten Tabellenplatz. Aber auch Dänemark kommt weiter, wäre natürlich lieber als Nummer 1 weitergekommen. Aber auch damit werden sie im Prinzip leben können. Das bedeutete für Australien, dass ein Weiterkommen gegen Peru gar nicht mehr möglich war, beziehungsweise die Spiele liefen ja parallel ab, aber es begann schon nicht so gut für Australien. Sie hatten eine gute Möglichkeit, aber wie wir sehen, wurde die recht fahrlässig liegen gelassen. Robbie Cruz mit dem Abschluss, aber Galese kann den Ball halten. Peru war spielerisch in der WM bislang eigentlich gar nicht so schlecht, konnten sich aber weder gegen Dänemark noch gegen Frankreich belohnen. Und fast dann noch der 1:0-Treffer, 10 Minuten circa vor der Pause für Australien. Wurde aber nichts draus und dann kam mit dem ersten Schuss der Partie auf das Gehäuse von Ryan das 1:0 für Peru. Edison Flores in der 45. Spielminute sein erstes WM-Tor, überhaupt erst das erste Tor von Peru in diesem Wettbewerb und damit für Australien die gute 45 Minuten hier erstmal aufs Feld brachten. Die Nachricht, ja, das dürfte jetzt vermutlich nicht mehr reichen, unabhängig davon, wie es parallel eben bei Dänemark gegen Frankreich stand. Ein wunderbarer Treffer für Ryan, ist da nichts mehr zu parieren, aber dennoch war es etwas unglücklich für Australien im kompletten Spielverlauf, aber im zweiten Durchgang kam dann nicht mehr so viel. Eine Stunde gespielt, dieser Pass hätte mit etwas mehr Präzision für Gefahr sorgen können, kam aber dementsprechend nicht auf. 66 Minuten, Peru wollte den entscheidenden Treffer machen, aber Sainsbury warf alles rein, was er hatte und verhindert das. Die Moral war bei beiden Teams durchaus gegeben. Peru war ja schon sicher ausgeschieden vor dem Spiel, aber Australien musste eben gewinnen und danach sah es auch nicht aus. 90. Minute nochmal Juric, aber dieser Ball war dann auch zu schwach gespielt. Und so gewinnt Peru am Ende mit 1:0, ist dritter Platz, aber davon werden sie sich im Endeffekt auch nichts kaufen können. Eine deftige Enttäuschung gab es für Island beim 0:2 gegen Nigeria und es war jetzt eine schwere Ausgangssituation, um weiterzukommen, da die Kroaten gegen Argentinien 3:0 gewonnen hatten und eine überragende Form an den Tag legten und so der kleine Geheimfavorit waren, aber sie gingen hier recht fahrlässig erstmal in die Partie. Sie könnten ja selbst mit einer Niederlage heute leben, da aufgrund der Punkteverteilung der Tabellenplatz Nummer 1 dennoch drin wäre. 27. Minute, das wollte Kroatien aber dennoch gerne ausgleichen. Für Island war klar, sie müssen erstmal gewinnen und dann noch auf den anderen Platz schauen, wie da die Partie ausgehen würde. Schöner Versuch hier von den Kroaten, aber Halldorsson muss nicht eingreifen. Aber dann kam auf einmal ein Ante Rebic völlig frei daher und markierte den 1:1 Ausgleich. Sein zweites WM-Tor, das am letzten Spieltag, haben sie sicherlich noch im Kopf, überragend gemacht. Hier bleibt er ganz kühl und legt den Ball über Halldorsson hinweg. Es war ein 1:1, was Island nicht weiterbrachte und sicherlich schwer enttäuschte. 20 Minuten vor dem Ende, das 2:1 für Kroatien wäre jetzt wohl sicherlich die Entscheidung und die letztendlich große Enttäuschung bei Island gewesen. Aber Halldorsson wollte das verhindert wissen, greift da ein, tolle Parade, ist rechtzeitig da. Und dann kam tatsächlich nochmal Island, Sigurdsson, den Elfmeter gegen Nigeria verschossen. Aber jetzt ist er da, 81. Minute, behauptet den Ball Ewigkeiten, wird nicht konsequent genug angegangen und markiert dann den 2:1 Führungstreffer. Das, was Island tun konnte für diese Partie, das taten sie. Sie gewannen, zumindest waren sie erstmal in Führung, denn Kroatien hatte nochmal eine Möglichkeit. Der Sieg aber wäre für Island eben essentiell gewesen, da nur so das Weiterkommen möglich gewesen wäre. Und Modric verschoss die letzte Möglichkeit. Halldorsson hatte den Ball. Jetzt kommt es darauf an, was Nigeria macht. Und Nigeria konnte nach dem 2:0 gegen Island wirklich mal aufatmen. Ahmed Musa eine tolle Partie gemacht und von dem sollte heute auch wieder
Gebrauch gemacht werden. Argentinien schwer erschüttert nach dem 3:0 gegen Kroatien, besser gesagt nach dem 0:3. Dieses 0:0 würde Nigeria erstmal in die nächste Runde bringen, in Anbetracht des Ergebnisses von Island gegen Kroatien. Victor Moses ist das, denn ein Führungstreffer dagegen würde ja sicherlich auch nicht sprechen. Dann würde im Endeffekt das Torverhältnis entscheiden, wer Erster werden würde. Aber Argentinien machte es den Nigerianern nicht leicht, denn auch sie hatten noch die Möglichkeit, weiterzukommen. Dazu wäre heute aber ein etwas höherer Sieg vonnöten gewesen. Es gelang nicht viel. Und dann kurz vor Schluss kam dann nochmal Argentinien. Kun Agüero mit der Riesenmöglichkeit muss er machen. Symptomatisch für die Situation der Argentinier in diesem Wettbewerb. Es sah alles danach aus, bis zur letzten Minute, dass Nigeria mit diesem 0:0 ins Achtelfinale einziehen sollte. Aber dann kam Balogun mit diesem Foul, stellt den Fuß unglücklich rein und Lionel Messi nahm sich der Sache an. Schießt der damit Nigeria aus dem Wettbewerb, für Argentinien würde sich nichts mehr ändern, da Island ja 2:1 gewinnt. Parallel. Lionel Messi macht's und schießt Nigeria damit aus dem Wettbewerb. Extrem bitter für die Afrikaner, die sich hier mit diesem 0:0 eigentlich tapfer schlugen und im Endeffekt eventuell das Weiterkommen auch verdient gehabt hätten. Jetzt profitiert davon lediglich Island. Für Argentinien ist es eben dennoch das Aus. Kroatien qualifiziert sich als Gruppenerster. Dann danach Island mit dem 2:1. Und da wollen wir mit diesen Bildern nochmal hinschauen, wie sich die Isländer mit ihren Fans in ihrer ersten WM freuen, in die Runde der letzten 16 einzuziehen. Jo, das war der erste Teil des dritten Spieltages. Der zweite kommt dann wahrscheinlich am Dienstag. Ich hoffe, wie immer, es hat euch gefallen. Wenn ja, würde ich mich über eine positive Bewertung und oder ein Abo freuen. Ansonsten ja, jetzt viel Spaß weiterhin beim WM-Schauen. Bis dann, schönes Wochenende noch und ja, ciao.